wieder ein Schnittchen. Willkommen zu einer Folge Up and Down. Heute mit allem aus dem Team Sheets, mit außer Jonathan. Leute, das ist nicht da. Was ist das? Alter, wie sieht dieses Spiel schon wieder aus? Ja, für Sebastian und Bram und vielleicht für euch Zuschauerinnen und Zuschauer ist es bekannt. Christian und ich sehen das jetzt hier gerade zum ersten Mal. Ja, ich muss noch Sachen umstellen, die Bewegungsunschärfe aus. Ja, das ist richtig. Das ist Bewegungsunschärfe auf. Ja, schon mal los. Also wieder. Ist immer noch krass, aber okay. Was? Okay. Wie Peter schon los? Ja, ich wusste ja, ich dachte, wir starten. Also, Bram sagt, starte jetzt Peter, kurz auf Peter, euch. Ja, so, geht ja los. Oh, warte mal. Der zieht sich hoch, irgendwie. Ne? Okay. Benachteiligt. Das ist ja dann einfach. Ja, wieso? Ich fühle mich nicht benachteiligt. Peter, kannst du dich verpissen da? Ey, da kommen wir nicht weiter. Wieso zieht er sich denn manchmal hoch und manchmal nicht? Wieso sehen wir alle aus wie geil? Oh mein Gott. Ich bin geil. Du kennst den, also hier aus Street Fighter. Oh Gott. Ach so, ja, da bin ich nicht so bewandert. Da bin ich nicht so bewandert. Peter ist eher in dem 3-Sterne-Menü bewandert. Nein, nee, damit kannst du mich nicht abfangen. Was ist das denn? Damit kannst du mich irgendwo hochziehen, ja. Ah. Leute, du kannst Steine schmeißen. Und es gibt Springplattformen, Leute. Oh, das habe ich festgestellt. Interessant, ja auch. Ui. Oh, das ist ja viel zu niedrig. Nein! Ich bin wieder ganz cool, schnell das Item mir mal holen. Aber hier ist eine Schatztruhe. Ja. Die macht aber gar nichts. Was hab ich? Ich hab C4 am Rahmen. Ah, du Sau, Alter. Dann war da nur, oh mein Gott, das hab ich einfach runtergeworfen. Ich wusste, man kann Steine schmeißen, das wusste ich ja nicht. Ich bin so ein Steinschmeißer, weißt du? 1. Mai, ich bin am Schlüssel. Ich hab einen Item bekommen. Ist ja bald wieder, Peter, ne? Oh, no! Oh, Bram, das war aber knapp. Das war nix. Das hat nicht geholfen, das Item. Oh, cool, gibt einen Checkpoint. Es gibt einen Checkpoint? Es gibt keinen Checkpoint. Ja. Doch. Nein. Doch. Wenn du runterfällst, fällst du ganz runter. Hatte ich doch gerade auch. Bin ich aber. Ich bin gerade runtergefallen und bin nicht ganz runtergefallen. Peter, fick dich! Ja, weil du auf der Plattform aufgekommen bist. Dich und dein Dynamit! Let me go! Oh, was? Du Motherfucker, als ob der getroffen hat. Ich raste aus, wo bin ich? Wofür ist denn das? Ich fick dich und deine ganze Familie. Das war ja gut. Okay. Wieso kann ich nicht mehr laufen? Zack. Ja, das war belastend. Peter, bist du runtergefallen? Scheiße, ich bin runtergefallen. Ah ja, guck mal. Du siehst doch rechts, wie hoch ich bin. Nee, ich möchte das aus deinem Mund nochmal hören. Das geht besser über die Lippen. Ja, aber ich stehe ja auch gerade nur und versuche die Steine wegzuschmeißen, weil... Na, Peter Smith. Was soll ich damit? Na, Dennis? Keine Steine. Bram? Du hast immer Steine. Hast du immer Steine? Ja, du hast immer Steine. Ja, aber wieso kann ich denn das Paketchen nicht einsammeln? Ah, weil ich drin gestanden habe. Mein Paket. Oh mein Gott, oh Gott, ach so, okay. Ja, Christian, du machst das. Ich glaube an dich. Das glaube ich nicht. So, jetzt Jetpack mal eine Runde, Peter. Ja, ich bin noch unsicher. Jetpack hier ist ja noch einfach. Warum sollte ich das hier benutzen? Weiß auch nicht, wie hoch das geht. Wieso hat der da so ein Ding im Auge? Kannst quasi einfach nach oben fliegen. Das ist ein Diamant einfach, Christian. Das ist einfach. Ist ja nicht ein Rubin, aber ja, ich dachte, dann geht der kaputt oder so. Du sprichst mit deiner Stimme. Kannst du mir noch vertrauen, ne? Also, dass der sich so an Sachen hochzieht, finde ich aber auch richtig gut. Finde ich auch gut. Drin, ne? Spiel super simpel, Jetpack? Oder? Ja, ich habe ein Jetpack. Das bringt überhaupt nichts. Weißt du, hier hat Peter mich gefickt, Leute. Ja, kann ich mal bitte... Oh Gott. Oh Gott, Münzen. Nein! Ah, Peter. Du hast doch ein Jetpack, warum benutzt du das? Ja, das hatte ich benutzt, das ist leer gegangen. Naja, das Jetpack, das ist leider nicht so gut. Das ist nicht, um sich zu retten. Oh. Doch, ich habe das fast benutzt, um mich zu retten. Ja, Sepp, du kannst dich schon durchrennen. Jetzt muss ich aber aufholen, ey. Jetzt seid ihr alle Peter, auf einer Ebene bei 5000 noch was, ey. Ja, aber da kommen auch schwierige Passagen, Peter. Also das. Was war das denn? Das sieht man Sepp in der Ferne. Ich hab schon wieder ein scheiß Jetpack. Aber du bist doch gar nicht zusammengesprungen, Sepp, oder? War das die Kiste? Nee, das war der Pinöppel von dem Seil. Guck mal, geht's schon. Mir gefühlt ganz schön schnell bis hierhin, ne? Ja, das geht schon. Ja, wie gesagt, weil der sich halt so hochzieht, ist halt ganz geil. Ja, das ist wirklich nicht so schlecht. Aber manchmal glitscht der an Dingen ab. Oh, nee. Wait, bin ich jetzt in die falsche Richtung? Hier geht's ja runter. Ja, das ist einfach wieder unten. Guck mal, hier unten ist auch eine Kanone. Schön. Alter, fick dich! Wer war das? Peter, warst du das schon wieder? Kann das sein, dass du einfach mal wieder ein bisschen mehr bumsen musst, damit du ausgeglichener bist? Hey, wo geht's denn hier weiter? Mir ist einfach runtergefallen. Kann mal einer hier hinkommen? Ja, nee, guck mal rechts. Nee, Peter, das kommt die ganze Zeit nur. Alle unten, Christian, du bist der Beste im Springspiel. Ja, super. Was ist das? Ich weiß nicht...
ohne Peter. Aber ich dachte immer, achso, nee, Moment, das Spiel heißt ja Up and Down. Das heißt, man muss ja doch wieder runter. Ach du Hurensohn. Du Hurensohn. Die Items sind ja das Beste. Wie die Keule geflogen. Das Spiel ist der letzte Mist. Ja, ich wollte eigentlich, wollte ich das blaue Item für mich haben. Scheiße, jetzt hat das blaue Item. Ich muss schnell sein. Ja, aber du weißt doch gar nicht, welches. Was denn, Bram? Aber? Nix aber. Diese Glitschigkeit. Achso, ja doch, dann habe ich es nicht gekriegt und dachte ich mir, komm, nimm, spür den Schmerz. Ich spür da auch gleich Schmerz bei euch. Lohnt sich für das Item hier vorzugehen. Ja, was geht denn mit den Items eigentlich? Ficken. Nutzen. Aber ich habe jetzt so eine Pistole. Ihr kleinen Kanickel. Damit kannst du Leute abschießen. Aber das bringt mir doch gar nichts, oder? Doch Spaß. Ja. Achso, ja, warte mal. Wie hat gerade probiert, hat das Mädchen. Ja, scheiße, ich dachte, du hättest das nicht. Diese Mädchen! Oh mein Gott, ich bin daneben gesprungen! Ich hasse mein Leben. Ich bin doppelt daneben gesprungen. Awesome, Peter, du auch? Mhm. Achso, guck mal, Peter, du bist gar nicht mehr hier. Nee. Ich wollte mich jetzt eigentlich umdrehen und dir die Keule ins Gesicht drücken. Aber du kannst Ding ja gedrückt halten, dann springt der Auto. Hab ich selber schon gemacht. Also, Christian experienced einfach easy game. Und wir fucken uns hier nur ab, ey. Ja, ich bin. Der fällt immer runter, weil. Glitchy. Lol, was war das denn? Haha, das hättest du gern gehabt. Fuck it. Ich glaube, das Spiel ist sehr buggy. Wieso kriege ich hier kein Item mehr? Ich bin gerade runtergefallen und dann auf einer völlig anderen Seite der Map wieder ausgekommen ist, springe ich mit Peter rum. Ja, du hast einen Zwischenspawn manchmal. Je nachdem, wie weit du gekommen bist oder so. Das hier. Oh, du kleiner, mieser Klabautermann. Ich hab mich ja selber fast runtergehauen. Ich dachte, das legt man hin. Nee, du musst Linksklick gedrückt halten und dann siehst du, wo der hinwirft. Ah. Scheiße. Wieso kann ich dich nicht treffen? Wieso willst du mich überhaupt treffen? Wo lang muss ich jetzt? Ich bin so schlecht. Alter, du hast halt einfach verdient. Ach, das verdient, ist für den Rückweg. Okay. Also ich muss sagen, das erste Mal war da irgendwie am einfachsten. Jetzt Peter, kann man schnell machen und dann geht das einfach nicht. Mach das wieder langsam. Das hat jetzt auch lang. Wenn Peter nicht bei mir in der Nähe ist, dann ist das alles entspannter. So funktioniert das nämlich. Und wo ist jetzt Bram? Bram ist vor mir. Ja, Bram ist hier. Der kommt gerade mit mir hoch. Nee, Bram ist doch vor mir, oder? Ja, nee, ja. Bram ist vor dir und Peter kommt gerade mit Christian hoch. Peter war das. Was hab ich denn da jetzt schon wieder? Ist das der Schläger noch? Macht das der Schläger noch mal. Aber der ist ja kacke, weil der funktioniert ja gar nicht. Jawohl. Okay. Die Boxen sind ja scheiße. Ach, guck mal, da hinten ist er, okay. Vincent. Oh. Blim. Okay, ja, hier über das Gold, kein Problem. Jetzt bin ich auf die Sprungplattform geklettert. Oh Gott. Hinunter zum Ziel. Okay. Oh, Bram ist schon da. Nein, ich bin zwischen den Wheels. Du bist doch noch nicht mehr oben. Ich bin oben. Doch, rechts, die Skalierung scheint nicht richtig zu sein. Lol, dann war ich ja auch kurz davor, oh mein Gott. Ja, Bram hätte dich maked und ich bin einfach in die Wheels gefallen. Wait, und dann ist Ende? Nee, wir müssen jetzt Bram daran hindern, runterzukommen. Wie runterzukommen? Fuck, wieder runtergefallen. Ja, runterkommen ist natürlich das Schwierigste hier im Spiel, muss man sagen. Ja, auf dem Rückweg kriegst du halt Damage beim Fallen. Ach so. Und wir können ihn halt jetzt runterbumsen mit Items. Das gibt es auch nicht. Ja, aber das ist gut zu wissen. Wie sieht denn Bram aus? Jeder von uns sein. Er hat sich wieder nicht festgehalten. Wieso ging das beim ersten Mal alles so easy und jetzt hält er sich nicht fest? Gute Frage, Christian, was habe ich für ein Item für Bram? Oh, eine Pistole? Was macht man mit einer Pistole? Ja, aber die Schläger dir gegenüber ja nicht so gut funktioniert. Wie, habe ich da was falsch gemacht? Das was hast du falsch gemacht, Peter? Habe ich bei dem Schläger was falsch gemacht? Das weiß ich nicht. Ich habe den noch nie richtig benutzt. Achso. Ja. Wo ist der Bram? Da hinten kommt der Bram. Ja, jetzt chill doch erstmal. Versuch erstmal nach oben zu kommen, ne? Ja, versuche ich auch. Hey, Mom. Du hast Fallschaden gekriegt. Awesome. Man hat es gehört. Das ist ja awesome. Ah, wait, der muss jetzt aber dann nicht wieder von unten anfangen. Nee, der muss jetzt von oben anfangen. Von oben wieder anfangen. Ja, das ist ja belastend. Das heißt, ja, er hat wie so einen Checkpoint geschafft. Naja, das ist schon jetzt schon gut für ihn. Wo ist denn der Spawn? Oh mein Gott, ich war so kurz vorm Ziel. Oh Gott. Wo ist denn Bram? Das ist richtig. Was geierst du die ganze Zeit nach mir? Nein, das ist doch jetzt der Sinn des Spiels, dich aufzuhalten, oder nicht? Nee, der Sinn des Spiels ist, dass du selber hier mal dein Nee, aber wenn ich dich jetzt nicht aufhalte, gewinnst du ja. Ja, gewinnen, geschminnen, sag ich immer, ne?
Das wird alles nichts. Ich glaube, ich habe okay. Oh, Abkürzung! Ich sehe halt nicht, wie Abkürzung du abkürzt, Alter. Ah ja, und runterspringen und die Fahne treffen geht nicht. Das haben wir schon ausprobiert. Ja. Achso, also so dass man quasi so dann Insta-Win-mäßig. Ja. Du kannst ein bisschen abkürzen hier und da, aber. Geht das eigentlich? Ich glaube nicht, Bram. Also, das klingt nicht so. Ja, wie komme ich jetzt hier runter? Wo sind die anderen da so? Ich bin bei diesem Rad, was sich so dreht, da bin ich runtergefallen, weil der sich da irgendwo durchgeglitscht hat. Ja, das hatte ich auch. Oh Gott! Oh Gott! Oh ja, du bist ja richtig mal bei diesem Rad, was sich so dreht. Kann ich dir einen Rad geben? Ja, genau, bei dem Rad bin ich auch gerade. Nee, mach nicht den. Was war das denn? Oh mein Gott, ich hatte den Ultraleck des Todes. Nee, Jürgen! Wo ist voll? Ist der? Ach, der ist schon unter uns. Scheiße, Christian, den habe ich nicht gesehen. Ist der an euch vorbeigecampt? Ja, du bist unsere letzte Chance, Sepp. Ich habe aber nicht mal ein Item. Ach, schade. Na, mach den, ich habe eins. Hier auf dem Schiff? Achso. Der ist direkt hier neben mir! Alter, er hat mich weggefickt. Nein! Noch Bram. Das ist ja belastend. Jetzt wäre ich fast oben gewesen. Was ist das für ein Pack? Ja, wir hätten halt Bram aufhalten müssen. Das haben die uns ja gesagt. Ja, aber normal musst du ja nach oben kommen. Das ist so die Schwierigkeit. Aber das Spiel heißt halt Up and Down. Ja. Die Pistole, weil man auch keine gesehen, Pistole, sondern ich bin auf dem Rückweg nach unten bin ich auf so ein anderes orangenes Pad gesprungen und hab dann aber den Fall bremsen können. Smart. Okay, nehmen wir noch eine andere kurze Map? Ja, gerne. Okay, dann nehmen wir hier 2x2. Ja, was haben wir noch? Die ist doch gut. Die ist noch kürzer, hat aber auch 2 Tödlichkeit. Rein. Okay. Warte. Bereit. Meine Maus ist so niedrig. Oh. Happy New Year. So hier mit 2. Müssen wir hier rein? Oh, hier links. Alle hier rein. Ja, lauft immer darum. Das ist schon mal falsch. Oh, das ist schon mal nicht richtig. Achso, ja, okay, das offensichtliche vielleicht. Ja. Keine Ahnung, wer hier lang. Also. Habe ich keine Hose. Oh mein Gott. Direkt so weit gesprungen. Ich muss raus. Hallo, Christian. Hallo. Oh Gott, ist nicht weit genug gesprungen. Ich raste aus. Ja, das ist aber eine dunkle Map, ey. Holy moly. Ja, ist ja auch Happy New Year und so. Weil zu Neujahr ist immer dunkel. Kann ich hier zwischenlaufen? Jo, kann man laufen. Okay. Da vorne ist der Peter. Kannst du mal zurück. Zack. Was ist das denn? Der ist einfach durch die Plattform gefallen. Och Mann. Oh Gott. Nein! Das ist Peter. Oh Gott, alles schrecklich. Oh, Peter, zieh da einfach durch, oder was? Ja, ich weiß auch nicht, was hier los ist. Ich zieh durch. Wir haben jetzt einmal gewinnen lassen. Nur weil Bubas jetzt legal ist, ziehst du durch, oder was? Tschüss. Wo muss ich hin? Ja, ist ein Bett oh, nice. Peter, was war das? Du bist unten. Ich habe es nicht verstanden. Ich kenne den auch den Weg nicht gecheckt. Du musst dein massives Gehirn nutzen, um zu denken, ne? Ja, mein Gehirn ist ganz klein. Wie eine Erdbeere. Oh Gott, ich kann das eine Erdbeere ja gar nicht. Shit. Wo ist denn Bram? Okay. Ja, Bram, komm da mal hin. Wait, und jetzt? Oh, Bram, das war knapp. Ist es nix. Nein, das ist da durchgefallen. Ich wollte Bram richtig hart ficken. Ja, ich weiß, aber war wohl nix, ne? Aber war wohl nix. Schade. Ja, was war das denn? What? Ich bin über Bram drüber gesprungen? Ja, du bist halt auf mir abgeprallt, ne? Aber das Geile ist, wenn du vor mir gelandet wärst, hätte ich auch mit meiner Keule hätte ich dich geschlagen. Was war das denn, Alter? Eine Keule? Ja, das sind aber auch hier Wege, ey. Puh. Aber bitte nochmal C4 für Bram, bitte. Aber schön hier, so Karneval. Ah ne, ist Silvester, ne? Ja, Karneval. Alles klar.
Eichhörnchen. Wo ist denn Sebastian? Sie springt bestimmt richtig nicht weit oben. Ich bin gleich da. Aber mal muss ich hier hoch? Ja, meine Knarre wartet schon auf dich, Sebastian. Echt? Ja, aber wenn ich oben bin, ist er erstmal gut, ne? Komplett lost. Ich kann hier nochmal ein Item snacken. Da vorne ist das Ziel. Das ist schon mal gut für dich. Das ist schon mal gut. Das ist Bram. Was ist denn nur mit mir? Guck mal, wie weit ich bin da so ewig hinter dir. Das ist mein Bram. Das ist unter mir. Du siehst doch rechts, wo ich bin. Das ist doch da, wo du stehst. Diese Lache. Diese verdammte... Peter, oh, was hast du aus mir gemacht? Ich bin im Ziel! Okay. Okay, gibt's hier irgendwelche Mann, Tricks? Mann, wieso springt ihr denn manchmal nicht? Oh mein Gott, das war nicht gut. Okay, es gibt eine Abkürzung. Das ist belastend. Ja, Bram, das war schon worth it, war das. War schon worth it. Ja, er umgelungert hat, wie der Lump aus dem Beutelchen. Wie soll man da drauf springen? Wollt ihr mich verarschen? Oh, was? Okay, das hat nicht funktioniert. Ah, wir müssen uns beeilen nach oben. Aber das ist eine Abkürzung. Ja, ey, da gibt es diesen einen Sprung von dieser Sprungplattform aus, wo man auf... Muss man da auf diesem einen dünnen Ast landen? Ja, das habe ich auch nicht geschafft. Ach, du heilige... Aber du kannst da ja so schräg dran sein, natürlich daran hochziehen. Ah, fuck it! Alter, ich schaff das einfach auch nicht. Ja. Christian, hast du denn gehört, wie der Demos aufgeschlagen ist? Wer war das denn? Sepp. Der muss jetzt von oben wieder runterkommen. Ich dachte, das wäre so ein Level-Ding gewesen. Wie das so ist, ein Neuer stürzt sich mal einer aus dem Fenster. Oh was? Oder so. Das war zu schnell! Das geht auch! Ich weiß nicht. Okay, ich hab hier so meine eigenen Probleme, ja? Naja. Da, jetzt bin ich wieder in dieser Sprungplattform. Schon wieder viel zu weit gejietet? Irgendwann schaffe ich das. Der hat sich da nicht dran hochgezogen, dieses Arschspiel. Ich flieg viel zu weit. Kann ich nicht instant respawn? Das ist scheiße. Ja, gut. Kann ich Bram bitte nochmal abwerfen? Ich bin viel zu nah hier. Mann, viel. Alter, ich hasse das. Ich flieg viel zu weit. Irgendwas muss es da hier irgendwie geben. Nein! Oder auch nicht. Ja, das war's. Ich bin leider unten. Oh, nice. Ach du Scheiße. Oh, oh, oh. Scheiße! Na, ich bin immer tot. Ja, belastend, ey. Pilla macht das auf jeden Fall gerade. Ja, halt's mal. Ich bin so der benutzt den massiven Cock gerade, um zu das denken. Das ist doch alles so eine Wichse. Scheint besser zu funktionieren als mit dem Kopf. Scheiße. Der Sekunde bin ich runtergefallen, ey. Mach doch sowas nicht! Er hat am Lachen. Ich hab noch ein bisschen, ja, ein bisschen Zeit anscheinend. Ja, sehr besser, ey, wirklich. Ja. Oh Gott, ja, ich kann noch ein paar Mal mir die Beine brechen. Dann wird's so Zucker, wenn das gleich jemand nach oben schafft und dann first try nach unten geht. Ja. Aber ja, ich versuche hier auch was. Und echt nicht so easy ist. Ich hab die Hoffnung, dass das eine Abkürzung ist, aber die ist echt schwer. Über die Kissen? Nee, über seine Eisglitchy. Genau, und dann in die Kissen rein. Aber du bist meistens zu schnell, um. Also du, ja, wenn er in die Kissen reinkommt, haben wir ein Problem, weil dann ist es schwieriger, den aufzuhalten. Dann hat er ja schon einen super Weg geschafft. Genau, das ist nämlich mein Plan, aber das ist auch insane schwierig. Ich bin auf dem. Oh mein Gott, ja, okay, lass dich nicht von mir. Okay, nee. Okay, ihr geht jetzt alle nach oben und dann gehe ich einfach runter. Ist gut. Ich hatte in deine Richtung gezielt, aber das galt nicht dir, sondern ich habe darauf gewartet, dass Sepp verkauft. Wir können Freunde sein. Aber ist nicht Sepp auf dem gleichen Weg nach unten wie wir nach oben? Ja. Ja, aber jein. Der kann vielleicht zur Abkürzung nehmen, dass er uns nicht entgegenkommt. So vorhin hat uns Bram ja auch reingelegt. Den haben wir auch am Weg nach oben nicht gesehen. Ich habe ehrlich gesagt nicht drauf geachtet. Was ist das? Jetzt! Oh. Nein! Ach! Puh, Scheiße. Peter ist fast da. Ich nehme Normal Way. Fuck me. Nee, den kann ich nicht nehmen. Oh mein Gott. Ich muss den Weg nehmen. Oh, das war nix. Das ist belastend. Sehr gut. Sehr gut.
Junge, wie hoch ist denn das noch? Jetzt. Nein! Alter, ganz ehrlich, wie soll man denn den letzten Sprung schaffen? Ich hab den letzten Sprung verkackt. Das ist sehr belastend. Hört jetzt bitte stehen! Oh, ich hab's auf die Ampel geschafft. Oh, Bram und Chris sind fast da. Jetzt ist der einfach. Oh, ich hab Schiff gedrückt beim Springen. Ja, schade. Oh mein Gott. Alter, der Druck ist jetzt real. Bram ist gleich da und der macht das bestimmt. Ich kann doch nicht ganz verstehen, warum man so schwierig ist. Jawohl! Bleib doch da! Ja, das ist ein bestimmter Sprung, der scheinbar so relativ schwierig ist. Ram hat ihn jetzt auch kennengelernt. Alter. Das ist so frustrierend. Oh nein, das war auch nicht gut. Bram ist da! Ach, komm, fick dich doch. Jetpack macht ja gar nichts. Ihr müsst Bram wegmachen. Oh, das war ja nichts da zum Abschließen. Das ist belastend. Bram steht vor mir und ich kann nichts tun. Das ist ja super belastend. Kannst du nicht Steine schmeißen? Ja, oh mein Gott, ich bin an einem Obstacle abgeprallt. Ich hab einen Stein geworfen und er ist gestorben, aber ich glaube nicht am Stein. Ich bin am Stein gestorben, Peter. Hey, was hast du denn gemacht, Bram? Der gute alte Stein. Okay, so. Wie machst du das? Ich hab jetzt. Wie mach ich das? Du slidest die Bahn lang und dann. Oh, Bram kommt dir jetzt gleich entgegen, Christian. Ich kann nichts gegen den tun. Das gibt doch nicht. Ich hab ein Jetpack gerade ausgerüstet. Belastend. Oh, ich bin runtergefallen. Okay, irgendwas tue ich richtig falsch. Ich spring immer zu weit. Wie machst du das, Bram? Ja, aber wenn er da bis nach oben geschafft hat, gönn ich dem dann auch, dass er halt wieder runterkommt. Nein, schafft er nicht mal bis nach oben. Ich bin tot. Wie? Also, du knallst halt gegen das Schild, ne? Nee, bei mir nicht. Also ja, du musst halt so weit. Musst du so lenken, dass du gegen das Schild knallst. Ja, ich flieg immer drüber. Oder ich prall richtig dämlich an diesem Schild ab und fall dann trotzdem nach links oder nach rechts. Oh, das war nix. Okay, der Weg nach unten ist auf jeden Fall da. Ja. So, komm schon. Hurenkacke. Peter ist jetzt auch da. Das spielt jetzt auch mit. Ja, ich spiel auch mit. Okay, was ist das Problem hier vorne? Das Problem ist, dass ich kacke bin. Das ist schon mal Problem Nummer 1. Oh mein Gott. Ja, ich sehe die Problematik. Schade, ich dachte, ich könnte mit so einem geilen Jetpack das easy machen. Wieso fliegst du nicht so weit wie ich? Ich flieg immer immer rein. Wir sind genau gleich schnell. Wir sind genau gleich abgesprungen. Oh. Hallo. Hey. Oh, hallo. Das ist schon viel trotzdem viel weiter. Das ist so scheiße. Der Schreiber war ganz schön krass. So. Aber das sieht nicht gut aus, Sepp. Was hast du überlegt, Robin? Du bist doch voll runtergefallen. Nee, ich bin da mit dem Jetpack hin. Jetzt habe ich das erste Mal geschafft auf die Kissen. Ach, das ist doch zum Kotzen. Das erste Mal. Autsch. Hä? Wo muss man denn da runter? Okay, das ist dumm. Okay, Bram ist da. Ich renne. Er rennt hier unten rum. Mann! Ja! Das kann doch nicht sein, dass er schon wieder gewonnen hat. Ah! Oh doch, das kann sein. Ja, aber gut. Ich hab mit der Grappling-Hook-Kanone hab ich mich nach unten geschossen, ein Stück. Oh, das ist smart. Weil da war nämlich ein Jump-Pad, was irgendwie zu lösen war, fand ich. Aber ja, da. Stark. Ja, das war eine Runde Up und Down. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß. Wir sehen uns vielleicht, wenn ihr wollt. Ansonsten nicht. Bis dann. Tschüss. Tschüss.